Hallo und herzlich willkommen zu Sigrids Kreativtipp. Heute geht es mal wieder um Hintergründe und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr solche zweifarbigen Muster machen könnt und hier einmal mit Strukturpaste und einmal hier ohne Strukturpaste dann dieser Effekt erreicht wird. Hier seht ihr jetzt beide Karten noch einmal. Ich habe die Hintergründe mit Schablonen gemacht und mit verschiedenen Farben, wie ihr sehen könnt. Hier habe ich dann zusätzlich zu den verschiedenen Farben auch noch mit Strukturpaste gearbeitet. Hier habe ich ganz einfach nur mit zwei verschiedenen Farben gearbeitet und ich zeige euch dann mal, wie beide Hintergründe gemacht werden. Um diesen zweifarbigen Hintergrund zu bekommen, braucht ihr natürlich zwei Stempelfarben. Ich habe hier jetzt zwei, die nicht so wahnsinnig weit auseinander farblich liegen. Einmal Currygelb und einmal Mangogelb. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem Currygelb an. Ihr nehmt dann einfach eure Schablone und legt die auf euer Papier. Und dann nehme ich jetzt hier ein Kosmetikschwämmchen und gehe dann hier in meine Stempelfarbe und tupfe das dann hier in der Mitte einfach so ab. So, je nachdem wie fest ihr jetzt drückt bzw. wie viel Farbe an dem Kosmetikschwämmchen ist, so intensiv ist das dann natürlich hinterher auf eurem Papier. So sieht das dann im Zweifelsfalle aus. Und dann nehmen wir jetzt einfach die zweite Farbe. Wenn ihr den Unterschied jetzt etwas kräftiger haben wollt, dann müsst ihr natürlich einen größeren Unterschied zwischen den Stempelfarben nehmen. So, und ich lege das jetzt hier. Ich weiß gar nicht, ja, auf der Schale, in der Kamera sieht man es jetzt nicht so. Ich versuche es mal näher ranzuholen. So, jetzt seht ihr ja, das Raster passt relativ gut hier so aufeinander. Ja, bei diesem Muster geht das jetzt halt einfach richtig gut. Und wenn ihr das jetzt so genau wie möglich aufeinander legt, ihr seht, hier sind jetzt die kleinen, die ich jetzt schon fertig gemacht habe, immer hier in der Mitte. Dann habt ihr natürlich die Abstufung hinterher, hoppla, ganz genau. Ihr könnt es natürlich auch anders schieben. Ich hole es nochmal hoch. Also es muss ja nicht hier in der Mitte sein, es könnte ja auch da sein und je nachdem, wie ihr das Ganze jetzt macht, verschiebt sich natürlich dann euer Muster. Hier habt ihr dann hinterher so kleine Reihen und wenn ihr es jetzt so macht, dann habt ihr es nochmal dazwischen. Also ich nehme jetzt mal die Variante für die Reihe als erstes. Also ich schiebe es einfach so ein bisschen zur Seite und dann nehme ich die andere Farbe jetzt hier und tupfe das jetzt dann dazwischen. Und auch da wieder so, wie ihr meint, dass euch das von der Farbintensität gut gefällt. Und jetzt seht ihr hier, habt ihr ein sehr lustiges Streifenmuster. Das könnt ihr jetzt natürlich so oft wiederholen, wie ihr wollt. Man kann es ja auch noch in die andere Richtung schieben. Ich zeige euch aber nochmal eine andere Variante. Und zwar könnt ihr das natürlich jetzt auch so machen, dass ihr zuerst ein bisschen Strukturpaste nehmt. Ich habe hier die, nicht die Glitzer. Eigentlich wollte ich die Glitzer haben, ja, aber jetzt ist es die normale. Eigentlich müsste ich natürlich jetzt hier einmal das erst sauber machen, aber ich mache jetzt einfach erstmal weiter. So, falls ich jetzt die Farbe da mitnehme, ist es ja nicht schlimm. Dann habe ich die jetzt schon direkt mit verwertet. Dann brauche ich gleich nicht mehr nachzutupfen. Also ihr seht jetzt das Mangogelb, wunderbar, hier von der Schablone verwertet für den Hintergrund. Ich muss mal gucken, dass ich mir hier die Strukturpaste nicht mit der Farbe einmische. So will ich das ja schließlich nur auf meinem Papier jetzt haben. Das Prinzip kennt ihr. Ihr seht jetzt, manchmal kann es halt auch einfach ganz nett sein, wenn man so weitermacht. So,
Schönen bunten Spachtel habe ich jetzt. Und wenn ich das jetzt runternehme, habe ich natürlich hier schon einen schönen 3D-Effekt. Jetzt mache ich aber erstmal meine Strukturpaste wieder zu. So, ich habe jetzt zwischendurch meine Schablone mal eben sauber gemacht. Das hat jetzt auch den Vorteil, dass auch meine Strukturpaste jetzt trocken ist. Und jetzt nehme ich mal eine Kontrastfarbe. Ich habe mir hier jetzt Brombeermousse ausgesucht und arbeite jetzt damit weiter. Und zwar mache ich das jetzt nicht mehr mit Strukturpaste, das habe ich ja jetzt schon einmal, sondern jetzt schiebe ich das dann auch so, dass das, was ich bis jetzt schon fertig habe, hier in der Mitte jetzt in diesen Kästchen ist, sodass ich jetzt ein anderes Muster bekomme. Und jetzt tupfe ich das Ganze hier, oh, ich muss das nochmal ordentlicher auflegen, glaube ich. So. Also je ordentlicher ihr das auflegt, desto schöner ist natürlich hinterher euer Muster. So sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Und dann tupfe ich das jetzt hier mit dem Brombeermousse ab. Da komme ich jetzt natürlich nicht mehr ganz so tief in die Rillen rein, dadurch, dass die Strukturpaste das Ganze natürlich jetzt ein bisschen nach oben hebt, sozusagen. Aber das macht ja nichts. Auch da kann ich jetzt mit dem Schwämmchen halt gucken, wie ich das Ganze haben möchte. Und wenn ich das jetzt runternehme, seht ihr, dass das Muster ganz anders aussieht und durch die Strukturpaste natürlich auch noch mal eine ganz andere Optik bekommt als jetzt hier zum Beispiel mit den Streifen und ohne Strukturpaste. Schön, dass du auch heute wieder dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Bis dann!